Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Nina. Ihr habt vielleicht auch die Huawei FreeBuds Studio und fragt euch, ob ihr diese auch ganz einfach mit einem iPhone verbinden könnt oder ob das vielleicht nur mit Huawei oder Android-Smartphones geht. Nein, das Ganze funktioniert auch mit iPhones und wie ihr die Kopfhörer mit eurem iPhone verbinden könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Gut, wir wollen dann jetzt unsere Huawei FreeBuds Studio einmal mit unserem iPhone verbinden. Dafür nehmen wir die natürlich erstmal aus unserem Case heraus. Dann haben wir hier auch schon ein bisschen mehr Platz. Ich zoome jetzt auch einfach mal ein bisschen ran, damit ihr das auf dem iPhone besser sehen könnt. Dann ist es wichtig, dass wir also jetzt als erstes mal unsere Huawei FreeBuds Studio überhaupt anschalten. Das heißt, ihr seht hier an der rechten Ohrmuschel sozusagen von den Kopfhörern an dem Ohrteil finden wir unter der Bluetooth-Taste eben auch den Ein- und Ausschaltknopf. Das heißt, den drücken wir jetzt einmal. Und sehen dann, wir haben auch einen ganz kleinen Ton sogar gehört, dass die Kopfhörer jetzt angeschaltet sind. Hier an dem kleinen Lämpchen können wir das Ganze jetzt sehen. Und gleichzeitig wollen wir sie natürlich jetzt in den Pairing-Modus versetzen. Das heißt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren, müssen wir die Bluetooth-Taste bei eingeschaltetem Kopfhörer 2 Sekunden lang drücken. Das heißt, wir haben den jetzt eingeschaltet und drücken dann jetzt also 2 Sekunden die Bluetooth-Taste. Jetzt sehen wir, dass sogar die Kopfhörer, kurz gesagt, haben Pairing. Das heißt, wir gehen bei unserem iPhone einmal in die Bluetooth-Einstellung und sehen dann, dafür lege ich das Ganze jetzt mal kurz weg, dass unsere Huawei FreeBuds Studio hier direkt gefunden wurden. Das heißt, wir können das Ganze jetzt auswählen und sehen, dass wir hier oben direkt schon die Meldung bekommen, dass unsere Kopfhörer verbunden sind. Das hat wirklich problemlos geklappt. Wir könnten jetzt also sofort Musik anschalten, telefonieren, wie auch immer. Und ihr seht, wir können die Huawei FreeBuds Studio also problemlos mit unserem iPhone verbinden. Wenn wir das Ganze jetzt hier einmal geschlossen haben und hier nochmal runter swipen, können wir jetzt auch hier bei unserer Toneinstellung schon sehen, dass wir eben erfolgreich mit den FreeBuds verbunden sind und wir könnten jetzt eben auch hier die Lautstärke regulieren. Genau, und dann habt ihr eure Kopfhörer also problemlos mit dem iPhone verbunden. Genau, wie ihr jetzt gesehen habt, seid ihr mit den Einstellungen vielleicht noch etwas eingeschränkt bei den Huawei FreeBuds Studio und eurem iPhone. Trotzdem könnt ihr die Kopfhörer aber problemlos mit dem iPhone verbinden und ich hoffe, das Ganze hat bei euch jetzt genauso gut geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt es jederzeit in die Kommentare und abonniert den Kanal, damit ihr immer mit dabei seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!